Ich würde sagen, da wir jetzt schon mal mitten in Asien sind, freue ich mich, und darauf freue ich mich schon den ganzen Abend. Es wird jetzt einer... Der Prinz könnte es. Nein, ich sage einfach nur, nein, ich kann das gar nicht ansagen, ihr werdet es kennen oder nicht. Bühne frei für Margaret Schlönske, und sie ist mitten in Asien. Ich brauche einen Mikrofonständel. Hinter dir. Das Kostüm ist nicht Asien, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja, ich brauchte einen Vor. Entschuldigung, das war ein Reflex. Und an dieser Choreografie haben wir 14 Tage gefeiert. Magst du da unten liegen bleiben? Kommst du wieder hoch, oder? Wir hatten Prostitution, Separé ist heute Abend nicht Tante Tippi, ne? Kommst du hoch oder sollen wir dir runter? Ja, aber ich muss pupsen beim Hochdruck. Margot, es tut mir sehr leid, das war keine Absicht. Ich wollte nur meinen Hand anschauen, aber schaffte. Dies ist die Geschichte von die kleinen Shuya Lu. Ich sag ja, Mecklenburg-Vorpommern. Sie lebte einmal vor langer, langer Zeit in einem kleinen Dorf in der Nähe von Shanghai. China girl, where do you come from? Die kleine Shuya Lu lebte zusammen mit ihrer Mutter, der Blumenbindelin Burka, und ihrem Vater, dem Bäckermeister Fung Chang Lu. Und sie hatte 6 Schwestern: Ming, Jin Lao, Man Yo Hatim Bok, Bok Hatim Man Yo Enyo No 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 Glu, Jili Du Win Yao Lang Chik und Lang Chung Fing Tu Man Wuhe Long Yong Bu. Und sie hatte 17 Brüder. Und alle waren sie gesund. China girl, where do you come from? Ha, 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 ha. Das Dorf von die kleine Shuya Lu wurde von einem großen, fürchterlichen Drachen bedroht. Der Drache hieß Puh. Es fürchteten sich der Bürgermeister, der Buchbinder, der Fleischer, der Lollatolenhersteller, aber am meisten fürchtete sich die kleine Shuya Lu und ihre 6 Schwestern: Ming, Jin Lao, Man Yao Hatim Wok, Wok Hatim Man Yao Enyo No 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 Glu, Jili Du Win Yao Lang Chik und Lang Chung Fing Tu Man Wehe Long Yong Bu. China girl, where do you come from? Die kleine Shuya Lu beschloss tapfer, das Dorf vor der Tyrannei des großen, feuersprühenden Drachens zu retten. Sie schnürte ihren kleinen Lucksack mit Blut, Birnen, Zlauben, einem Lollblaten und verabschiedete sich von Vater, Mutter und ihren 6 Schwestern: Ming, Jin Lao, Man Yao Hatim Bok, Wok Hatim Man Yao Enyo No 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 Glu, Jili Du Win Yao Lang Chik und Lang Chung Fing Tu Man Wehe Long Yong Bu. China girl, where do you come from? Ha, ha, ha. Nach einer Woche Fußmarsch erleichtert die kleine, erschöpfte Shuya Lu die furchterregende Glotte des feuersprühenden Drachens. Es roch fürchterlich nach Schwefel. Mutig lief sie in die Glotte. Ich will das Dorf befreien von deiner Tyrannei. Da kloch das Ungeheuer aus der Glotte und sprach: Aber zuerst gebe ich dir ein Rätsel auf. Da zitterte die kleine Shuya Lu am ganzen Körper.
Da sprach das Ungeheuer mit tiefer, tiefer Stimme. Wie heißen deine 17 Blöcke? Die kleine Schwierige überlebte 3 Tage und 3 Nächte. Aber sie wusste nur die Namen ihrer 6 Schwestern. Ming, Xin Lao, Man Yao Hatim Wa. Wakate Manu Chunu Enyu Nunu 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 Glu. Chile Duhin Yao Lang Chik. Und Lang Chung Fing Do Mane Wehe Long Yong Bu. China girl, where do you come from? Da flasht der Drache die kleine Shuyalu auf und machte einen großen Löpsel. In Dolf war die Trauer groß, es trauerten der Vater, die Mutter, der Bürgermeister, der Blumenbindel, der Lollatolenhersteller, der Bäcker, der Fleischel, aber am meisten trauerten ihre 6 Schwestern. Xin Lao, Manjo hat im Bock. Wackete man nicht nur enge Glu, Chili du win Yao Lang Chick und Lang Chung Fing Tomane Wehe Long Yong Bu. Ja, das ist wie in China. Da kann auch nichts. Ja, aber ich weiß nicht, wer das kennt. Und ich liebe ja Harpe Kerkeling. Und das ist auch von seiner CD. Kein Pardon. Und ich finde, ja, das ist unglaublich. Und ich finde es einfach Wahnsinn, dass das jemand auswendig kann. Und deswegen habe ich mich schon den ganzen Abend darauf gefreut. Meine Reise um die Welt ist damit schon fast zu Ende. Oh, aber doch nicht jammen, sag ich doch. Prinz könnten auch.